In Leipzig fand gestern die erste nationale Luftfahrtkonferenz hier in Deutschland statt. Das klingt spannend. Und was dort besprochen wurde, das fasse ich jetzt mal eben schnell für euch zusammen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Erste nationale Luftfahrtkonferenz. Das klingt verdammt wichtig, was da gestern am Flughafen Leipzig-Halle in einem Hangar der DHL stattfand. Aus Berlin kam per Hubschrauber Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesverkehrsminister Scheuer und Wirtschaftsminister Altmaier. Und bei dieser ganzen Veranstaltung ging es gestern hauptsächlich um eine Sache, und zwar, wie bekommt man Luftfahrt und Klimaverträglichkeit, Klimaschutz zusammen? Und wie wird Deutschland ein Land, in dem schätzungsweise 850.000 Menschen indirekt oder direkt in der Luftfahrt tätig sind, wie wird dieses Land in diesem Bereich führend? Einen wichtigen Punkt, gerade für den Luftfahrtstandort Leipzig, habe ich gestern schon in einem anderen kurzen Video angesprochen, und zwar ab 2023 der Bau eines deutschen Verkehrsflugzeuges auf Basis der Do328, eventuell sogar als Basis für einen elektrischen Antrieb. Regionalflugzeuge, die beispielsweise hier in Deutschland für nationale Verbindungen, für Inlandsstrecken eingesetzt werden sollen, die damit auch wirklich etwas mit Reichweiten von unter 1000 Kilometern anfangen können, diese Flugzeuge gelten bis jetzt, zumindest für die nahe Zukunft, als das wahrscheinlichste Einsatzgebiet für einen elektrischen Antrieb in der Passagierluftfahrt. Mit dem allergrößten Nachteil eines solchen elektrischen Antriebes in der Zivilluftfahrt müssen aus heutiger Sicht aber auch diese Flugzeuge klarkommen können, und das sind aktuell zumindest noch die schweren Lithium-Ionen-Akkus, die jegliche hinzugewonnene Effizienz ganz einfach durch ihr Gewicht und dadurch bedingt eine geringere Nutzlast des Flugzeuges oder aber durch den Bedarf von dann wiederum stärkeren und weniger verbrauchsarmen Motoren auffressen. Eine der wichtigen gestern angesprochenen Alternativen zu einem solchen rein elektrischen Antrieb für ein Verkehrsflugzeug ist Wasserstoff. Die Möglichkeiten, die ein entsprechender Antrieb für die zivile Luftfahrt bereithält, sind laut Merkel noch nicht erschlossen. Dafür soll dann bis Ende des Jahres eine sogenannte nationale Wasserstoffstrategie stehen. Wasserstoff hat bei der Verwendung in der Luftfahrt genauso wie bei der Verwendung im Auto gewisse Vor- und Nachteile, die in der Luftfahrt aber fast noch ein bisschen spezifischer sind. Der größte Vorteil besteht darin, dass Wasserstoff im Vergleich zu Kerosin aus gleicher Masse fast das Dreifache an Energie liefern kann. Das ist damit auch schon der größte Vorteil eines wasserstoffgetriebenen Flugzeuges im Vergleich zu einem reinen Elektroantrieb mit schweren Lithium-Ionen-Akkus. Der größte Nachteil des Wasserstoffs im Flugzeug ist vielmehr das Volumen. Sogar im flüssigen Zustand, erreicht durch Kühlen und Komprimieren, ist das nämlich noch immer viermal so groß wie beim Kerosin. Das bedeutet, während man weniger Masse benötigt für den Treibstoff im Flugzeug, um die gleiche Energie bereitzustellen, bräuchte man hier beim Wasserstoff jetzt deutlich mehr Platz. Und wer sich schon mal so ein bisschen mit Wasserstoffautos auseinandergesetzt hat, der weiß höchstwahrscheinlich auch, wie Wasserstoff heute noch gelagert wird, beziehungsweise wie die Tanks für Wasserstoff zum aktuellen Zeitpunkt noch aussehen. Das lässt sich nicht unbedingt passend in einer Flugzeugtragfläche unterbringen. Damit entsteht der Bedarf nach Neukonstruktion. Auch hier ist man jetzt gerade also noch voll am Anfang, aber genauso wie es bereits kleine, komplett elektrisch betriebene Flugzeugprototypen gibt, gibt es auch Flugzeuge, die mit einer Brennstoffzelle in die Luft kommen. Von der Passagierluftfahrt, so wie wir das heute kennen, ist das alles aber noch sehr, sehr weit entfernt. Deutlich greifbarer als die eben genannten Möglichkeiten und auch für längere Strecken und damit für größere Flugzeuge geeignet, ist zum aktuellen Zeitpunkt synthetisches Kerosin, weil an der Infrastruktur an sich und auch an den Flugzeugen erst einmal so gut wie gar nichts verändert werden muss. Aktuell ist dieses sogenannte Biokerosin als wirklicher Ersatztreibstoff aber viel zu teuer, kostet ungefähr doppelt so viel wie normales Kerosin und in der Produktion ist das Ganze auch jetzt noch viel zu aufwendig. Trotzdem ist das ja eine Möglichkeit, in die investiert werden muss. Dabei ist gar nicht unbedingt die Produktion des Biotreibstoffes selbst das Problem, sondern vielmehr die Menge. Denn wenn Erdöl als Basis rausfliegen soll, komplett rausfliegen soll, dann muss eine neue, regenerative Basis her. Und die muss dann ja auch erst einmal wachsen, beispielsweise in Form von Raps, und das verbraucht Fläche und davon zum aktuellen Zeitpunkt viel zu viel. Nimmt Biokerosin auf dem Feld jetzt beispielsweise Lebensmitteln den Platz weg und verbraucht dann noch übermäßig viel Wasser, damit das ganze Zeug überhaupt erst einmal wachsen kann, dann ist hier nur wenigen Leuten wirklich geholfen. Selbst das ist für die nahe Zukunft also keine Komplettalternative. Und dennoch ist es ein Schritt in die richtige Richtung und ein Schritt, in den auf jeden Fall Geld investiert werden muss. Damit man dort Geld investieren kann, denkt Bundesverkehrsminister Scheuer, aber beispielsweise auch die Grünen, über die Erhöhung der Luftverkehrsabgabe nach.
Fluggesellschaften, aber auch der Verband der deutschen Luftverkehrswirtschaft verlangen dann allerdings eine internationale Anpassung. Keine nationale Anpassung, denn die würde vor allem eines bewirken, und zwar Wettbewerbsnachteile. Ihr merkt schon, es gibt echt eine ganze Menge Diskussionspotenzial. Und es gibt viele verschiedene Punkte, die man ja auch erstmal tatsächlich ganz gut nachvollziehen kann. Aber das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass überhaupt geredet wird. Miteinander. Und zwar über Landesgrenzen hinweg, sodass da jetzt endlich mal richtig ordentlich Bewegung reinkommen kann. Und auch wenn eine Luftfahrtkonferenz in Leipzig oder ein etwas größerer Biokerosinanteil bei Verkehrsflugzeugen oder eventuell sogar das erste wasserstoffgetriebene Regionalflugzeug, auch wenn das alles nur ein bisschen hilft, es hilft. Und das ist auf jeden Fall deutlich besser, als ganz einfach gar nicht mehr zu fliegen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Ein paar interessante, hoffentlich interessante Punkte von der ersten nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig, die jetzt höchstwahrscheinlich alle 2 Jahre und damit regelmäßig stattfinden soll. Dann soll heute noch ein großes Dankeschön rausgehen an Markus und an Peter. Vielen lieben Dank an euch beide für eine sehr großzügige und tatkräftige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Ihr wisst, damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.